Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von It's and Dragons German Hallo. mit meinem kleinen Co-Piloten hier und wir heben erstmal Geld ab. Ja, ich habe ja versprochen, dass ich unregelmäßig einfach mal ein paar Dingens mache. Hier haben wir jetzt vier noch an Energie. Theoretisch brauche ich nur drei, also erstmal kämpfen. Weil ich mir immer noch sicher bin, anscheinend während dem Heroic Mode kann man einfach so gegen den Monster-Boss kämpfen. Ansonsten muss man ihn halt hier immer rauslocken, aber ist ja auch egal. Kennen wir ja von früher. Oder ich Warum kenn's bist von du früher. jetzt hier reingegangen? Weil ich hier noch einmal kämpfen will. Aber guck mal, ich habe vorhin auf dem Handy, wo ich da ein bisschen gekämpft habe, habe ich Level 31 vier Striche. Ich so, hä, was? Bis mir dann auffiel, das sind dem seine Krallen. Ich dachte, das wäre irgendwie was Besonderes, aber gut. Egal. Hast einmal schon diese besondere Rüstung. Eigentlich kann ich die schon machen, aber die ist ja nicht wirklich stark. Ich meine, was soll ich denn damit? Aber wir kommen ja gleich, gucken wir nochmal über die Rüstung drüber, machen wir so einen kleinen Überblick und dann machen wir die Kisten auf. Was hältst du Ja, davon? Ja. finde ich sehr schön. Findest du sehr schön? Dann mache ich das. Guck mal, und noch läuft's. Und ich komme jetzt auch schon einigermaßen weit mit nur einem. Wenn ich überlege, dass ich früher mal bis fast 60 gekommen bin mit einem, glaube ich zumindest, also 50 auf jeden Fall, 60 eher. Das schaffen jetzt wahrscheinlich immer noch die Leute mit 10.000, 10.000 und 1.000 etwas Lebensenergie. So, hier brauchen wir eigentlich jetzt nicht weitermachen. Ja, nee, ist klar. Warum kommt man nur da? Warum kommt man dadurch da rein? Du musst kleine Monster töten, um den großen irgendwie wütend zu machen, damit er auftaucht. So irgendwie war die Geschichte. So, wir haben gesagt, wir gucken mal drüber, weil ich habe jetzt ein paar Dinge gefunden. Also ich habe einmal hier vom Heroic Mode, ich habe leider es nur einmal geschafft. Habe auch abgebrochen. Ich hatte ja versucht, den Kristall zu bekommen, diesen Rubin oder was es ist, um diese super Mega-Rüstung. Mega-Rüstung zu machen. Aber da habe ich nach der Hälfte abgebrochen. Ich kam ja nicht mal mehr nach der Hälfte so weit. Ja, also es war echt sehr, 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 sehr schwierig Dafür einfach. hast du eine sehr gute andere bekommen. Dafür habe ich jetzt die hier bekommen, ja. Leider halt nicht im Plus, aber gut, ist halt so. Und deine eigentlich deine stärkste. Und im Augenblick auch meine Stärkste und die ist noch nicht mal voll ausgebaut, ja. Ich glaube, Silbermünzen habe ich auch noch ein paar und die wird ja wahrscheinlich dann mit Silbermünzen hier auf das Maximum gehoben. Und dann habe ich zumindest mal wieder eine Rüstung, die einigermaßen was bringt. Ich habe einmal auch das Schmuckstück hingekriegt, das zweite leider nicht. Da hätte ich vielleicht mal gucken müssen. Vielleicht hätte ich da doch ein paar mehr Gems reinhauen sollen, damit ich hier dann auch noch die Boni kriege. Weil ich Das glaube, ist das. egal, Papa, du hast schon eine schön große. Ja, das auf jeden Fall. Und wenn man jetzt mal guckt, ich habe ja trotzdem. Ich war bei 900 etwas Gems. Ich habe fast 100 Gems ausgegeben. Habe jetzt schon wieder ein paar Gems natürlich auch verdient. Aber das ist. Vor allen Dingen habe ich halt blöderweise hier hinten bei dem Königreich des Dunklen hatte ich einmal. Also habe ich einmal versucht und habe so viele Gems dann ausgegeben und es hat eigentlich nichts geklappt. Also war eigentlich ärgerlich. Aber die kleine konnte ich ganz gut machen, mit Hilfe von Freunden halt auch. Und habe auch dabei. Jetzt müssen wir hier gerade mal nochmal neu starten. Habe halt hier auch einige Tränke verbraucht. Ich glaube, ich hatte irgendwas um die 400 oder 600 Tränke. Dann habe ich an Rüstung, wollte ich eigentlich mal noch zeigen. Lieder. Weil ich den Tipp bekommen habe, dass man die Rüstung vom Einlog-Event direkt ins Inventar bekommt. Ich finde die andere Einlog-Rüstung nicht. Ich habe echt keine Ahnung, ob das hier die ewige Krone sein soll, aber das glaube ich nicht. Weil das eine andere ist einfach. Und hier vorne, da steht ja extra T1-Set dabei. Und da sieht man hier ja auch von wegen. Und dann. Was war Ringe? Das ist halt schon das Bessere. Aber ich bin jetzt im Augenblick immer fleißig am Einloggen und mal gucken, kriege ich dann hoffentlich vom Einlog-Event dann mit Schmuck und allem. Und ich weiß gar nicht, ob es die dann auch, wenn man sich wirklich immer eingeloggt hat, dann auch in Plus gibt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht an die Werte von diesen Rüstungen rankommt. Was halt schön gewesen wäre, wenn ich davon halt gut habe Ach, und Papa, die das gut ist auch habe. dieses Schock. Genau, das hat auch dieses Schock. Beide. Dingens. Aber wenn ich die hier jetzt noch im Plus hätte und dazu noch die
wie heißen so die Schmuckstücke, Ja. dann hätte ich praktisch die hier, die da und dann die nochmal im Plus mit den Schmuckstücken, Und hätte ich die. drei Rüstungen mit Feuer Mystic. Und wenn dann halt ein Erde Mystic Gegner kommen würde, naja, wäre halt auf jeden Fall gut. So, Begleiter, genau, da möchte ich auch noch ein bisschen zeigen. Beziehungsweise gehen wir erstmal, während ich. Falsch. Also, ich hatte ja hier, hatte ich ja fast 1000 von diesen einen. Na, wo sind sie denn? Jetzt wahrscheinlich ganz unten. Von den Mischbären hatte ich ja über 1000 oder fast 1000. Und ich habe jetzt mal ein paar Mal dieses 20 Mal Kämpfen gemacht, damit das einfach mal ein bisschen wegkommt. Ich wollte jetzt mit euch mal wenigstens hier einmal 20 Mal die Buntpaprika machen. Ja, weil finde ich ganz nett mit diesen 20 Mal. Da habe ich dann einfach, wenn ich am Computer gezockt habe, nebenher das dann laufen lassen. Da kommen schon gute. Ja, die kommen bis zu Level, also bis zu 4 Sterne kommen die hier. Das waren jetzt alles 3 3 Sterne. lohnt sich ja auch. Du machst Drei 3 Sterne. Sterne, 3 Sterne lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe jetzt dann auch ein paar verbessert, da gucken wir dann gleich. Ich habe praktisch ab 3 Sterne habe ich dann angefangen, die ineinander Was zu ist? fusionieren. Oh, Der ein eine vier ist ein vier Sterne. Sterne, ja. Es wird ja dann immer mehr, die man braucht. Da Ich liebe bin ich. mir auch nicht sicher. Ich meine, dass ich einmal sogar ein 5 Sterne rausbekommen habe, aber kann auch sein, dass ich mich da verguckt habe. Weil wie gesagt, ich habe das nebenher laufen lassen. Der Löwe war nur 2 Sterne, okay. Aber gut, also so oder so ähnlich. Also da habe ich auch ein bisschen gearbeitet, in Anführungsstrichen dran, dass ich da mehr bekomme. Habe jetzt natürlich auch viele kleine, die man dann praktisch zum Hochleveln benutzen kann. Der Drache da, die 2 hinteren sehen schön aus. Wenn du sagst, da müsste auch ein 4 Sterne gewesen sein, oder? Der da schon wieder auf dem Boden war. Nee, ist 2 Sterne gewesen. Ups. Ja, da sieht man mal wieder, wie toll ich mich da auskenne. Das sind Ja, die, das hier auf meine. das sind alle 3 Sterne. Alles 3 Sterne, ja. Der Nein, dabei. außer einer. Nee, das sind alles 3 Sterne Doch. gewesen. Der bei mir mitkämpft, ist ja ein 5 Sterne. Monsti. Wobei es ja mittlerweile auch Shadowforged Monsters gibt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Was auch auffällig ist, ich vermisse ein paar Truhen, die ich eigentlich gehabt hatte und jetzt nicht mehr habe. Ich hoffe, dass meine Schlüssel halt da nicht verloren sind, aber wir werden es merken. Vielleicht kommen die ja auch wieder. Dann muss ich halt irgendwann nochmal eine Nur 3 Sterne. Schlüsselaktion machen. Aber dreimal das gleiche Feuer. Hier gibt es dreimal das gleiche Mystic. Und Feuer und nochmal Viermal Mystic. Yoga. Okay. Gut, ich hätte jetzt aber hier echt gehofft, dass da mehr auch 4 Sterne rauskommt. Das war, glaube ich, ein 4 Sterne, oder? Nein, das war glaube ich sogar ein 2 Sterne nur. Echt? Manu, alles. Na, er hatte recht, ich hatte recht. Haha. Aber nein, du sagtest 4 Sterne. Das erste hatte 4 Sterne. Oh, das hat da hinten 4 Sterne, das auf dem Boden. Das Mammut? Ich glaube, das Mammut hatte nur 2 Sterne. Nee, das Nashorn hatte nur 2 Sterne. Doch, das Mammut hat auch 2 Sterne. Haha. Ist ja Jacke wie Hose, also. Der Löwe hat nur 2 Sterne. Der Löwe hat auch nur 2 Sterne. Da, das Wasserding hat, glaube ich, auch nur 2, oder war das Der nicht? 3. Ja, hat 2. Der hat Also, 3, der das Boot, das Wasserding. Bodenwasserding, meinte Oh, ich. ich meine, ich dachte, das ist das. Die Ja, Birds sehen die cool Birds aus. sind aber auch nur 2er. Ja. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ich denke 3. Hä, wie viele Zweier? Hatten wir am Anfang mehr Glück. Ja, ich werde die Folge wahrscheinlich irgendwie Kisten-Opening machen. Nennen. Ich habe ja früher immer gespart, bis ich 1000 Kisten oder sowas aufgemacht habe. Da habe ich mir aber damals dann auch anhören müssen, naja, mit der Zeit wird das langweilig und das zählen sowieso nur die großen Kisten und überhaupt muss ich ja auch irgendwo recht geben. Ich habe jetzt halt, da ist das Nashorn wieder. 400. 4. Ja, das Nashorn ist ein Vierer. Dann war es so rum. Na gut, aber es gibt auf jeden Fall einiges an neuen Tierchen. Und dann kann ich da dann auch noch ein bisschen fusionieren, damit ich dann
Das Problem ist ja, dass die Tiere sich ja dann erst irgendwie 2 Sterne Level 2 weiterentwickeln, 2 Sterne Level 3 und dann erst rüber. Und ich glaube, ab 3 Sterne sogar auf Level 4 gehen oder so. Aber dann halt auch mehr Fähigkeiten bekommen. Deswegen hätte ich gerne ein 5-Sterne Tier mit Stufe 3, dann hat es irgendwie schon 2 Fähigkeiten oder so. Du hast doch einen 5 Sterne. Ja, aber das ist nicht. Das Beste, was ich habe, ist 5 Sterne Level 2. Oh, Level, da sind zwei Zweier dabei. Ja, insgesamt ist das schon gut. Mal gucken, wenn ich jetzt die Truhen aufgemacht habe, werde ich ja auch wieder wahrscheinlich irgendwelche Bären bekommen. Oh, da ist ein Level 4er. Da sind Level 4 dabei, ja. Aber irgendwie auch meistens nur Level 4 Erde, habe ich das Gefühl. So, jetzt sind wir Sieht durch. eher wie Pflanze Da aus. haben wir noch 6 hier von diesen Mischbohnen. Da war ich der Meinung, hätte ich einmal ein mystisches, also ein Fünfer gesehen. So, dann können wir hier nochmal einmal drüber gucken, zur Entwicklung zum Beispiel. Also habe ich hier den Fünfer auf Level 2, den habe ich ein bisschen angehoben auf Level 47. Hat er die Papa, mach Werte? doch die zwei Fünfer zusammen, Luft mystik. Nee, mache ich nicht, weil erstens mal werden sie dann eher krank und zweitens will ich ja einen Fünfer mit Mystik, einen Fünfer mit Luft, einen Fünfer mit Wasser. Gut, hier habe ich auch nochmal einen Fünfer mit Wasser, wobei ich gerade am Überlegen bin. Warum gibt es da jetzt auf einmal noch einen anderen? Aber gut. Und da ist noch ein. Da haben wir noch einen Fünfer Erde. Und hier haben wir zum Beispiel einen Dreier mit Wasser und der hat dann zum Beispiel 2 Spezialisierungen. 2 Spezialattacken sozusagen. Und so Da geht sind es dann hier zweimal Wasser, weiter. ist nur zweimal Luft. Jo. Aber wie gesagt, da brauche ich bei denen hier brauche ich glaube ich 4 und bei den Dreiern brauche ich 3, um die zu fusionieren. Hier zum Beispiel das Schleifhorn habe ich jetzt 5-mal, das könnte ich jetzt mal. Mach doch. Moment, Moment, Moment. Ich will erstmal gucken, was wir hier so allgemein haben. Da hinten Hier haben ganz. wir zum Beispiel 25 Feuer. So. Jetzt kann ich hier natürlich nur Feuer. So. Jetzt habe ich leider auf Seltenheit fast keinen Bonus. Krankheit ist es fast safe. Und jetzt gibt es Was eine es Stufe keine Glück. Krankheit bekommt. Dass es keine Krankheit bekommt. Und hier sieht man halt schön, es kriegt ein größeres Dings, hat hier ein bisschen mehr und ist jetzt Stufe 2. Und jetzt könnte ich die ganzen Feuer, könnte ich praktisch immer weiter hochleveln. Jetzt habe ich 2er, habe ich schon 2 Stück. Wenn ich dann 4 Stück habe, kann es dann zu Level 3 und da kann dann hier rüber und so weiter und so fort. Aber das ist totales Geklicke eigentlich. Also Geklicke am Computer, Getippe am Handy. Müssen wir jetzt nicht machen. Was wir ja eigentlich machen wollten, war Sind die Truhen. Glücksthron. Ja, ist gut. Geh zu den Truhen. Wie gesagt, ich hatte schon mehr als diese 200 Eppes-Schlüssel. Ich weiß nicht, warum das jetzt so. Warum da auf einmal Erstmal Truhen weg sind. Wir Papa. fangen ganz bei den Kleinen an. Elf Ja. Truhen auf einmal. Wir haben 857 auf Dings. Ah, Tränke sind auf jeden Fall immer noch wichtig. Da habe ich auch ja einige verbraucht. Ansonsten der Rest ist ja eigentlich alles voll für die Füße. Was mich jetzt wieder am meisten ärgert, ist, dass meine Rüstungsslots halt belegt werden durch die kleinen Rüstungen. Ansonsten, naja. Was haben wir hier nochmal? Tränke. Das ist super. Na. Oh, schön viele Tränke. 10 Tränke. Aber immer noch keine Gems. Gab es hier nicht früher auch? Ah, da gab es jetzt Gems. Sieht man Wirklich. oben, wenn es umspringt. 15 Stück, yeah. Und ein Dreier-Amulett, aber. Keine Gems. Ne. Aber 5 Tränke. Ja, der nächste Heroic-Mode kommt bestimmt. Keine Gems. Ist natürlich, wenn ich dann eine Rüstung habe, die dann schon wieder ein bisschen besser ist, wäre natürlich auch eine super Sache. Oder Keine ist eine super Sache. Gems. Oh Mann. Schon wieder keine Gems. Nee, nicht wirklich. Und bald haben wir Keine es auch. Gems. Ah, aber 5 Tränke. Sehr schön.
Und Wir hätten schon mal wieder gucken keine sollen, wie Werkzeuge. viele Rüstungen ich jetzt vorher hatte und wie viele ich dann habe. Ja, das ist auch so eine Sache. Ich kann mich halt so schwer von meinen alten Rüstungen trennen. Und Frage wäre halt auch noch, ob sich es halt wirklich lohnt, noch irgendwelche Rüstungen zu fusionieren, ja? Wenn man. Hattest du irgendein Amulett? Jo. So, hier gibt es nur drei. Mal gucken. Irgendwas Wollen Gutes wir es uns vielleicht einzeln noch? angucken? Oh, eine Ultra-Ra. Entschuldigung, eigentlich ist es ja, drei Sterne-Rüstung. Spektral-Captains-Uniform, die habe ich doch früher mal getragen, als ich noch keine bessere hatte. Ach ja, da kommen Erinnerungen hoch, ja. Also hier kann man Gold, Schlüssel und sonstiges bekommen. Wir gucken mal, was wir hier so. Und vier, fünf Sterne-Rüstung. Also wir Kriegst du überspringen eh es. keine. Oh! Ja, aber guck doch mal die Werte an. Ah Da ja. wird nichts Gutes draus. 50.000 Gold, na super. 15 Gems. 15 Gems finde ich gut. Die Fusionsrüstung finde ich gut. Und zweimal schön viel Gold. Ja, Gold. Gold ist nicht mein Problem. Im Augenblick zum 18 18 Gems. Gems. Das ist super. Ach, Schlechte. allsehende Ägäis. Was? Ach, die war früher mal total gut. Alle waren früher Warte ja mal, mal das ist gut. eine einfache. Papa, alle Das ist eine Rüstungen. einfache Rüstung. Mit 5 Sternen, okay. Kannst du ja zum Verwenden benutzen. Komm, lass durchlaufen. Ach, schön. So, okay, jetzt haben wir hier 34 von. Das sind ja die Teile, womit man dann die Shadowforged macht. Oh, da gibt es auf jeden Fall Dunkelprinzschlüssel, Würmfeuerrubin. Ich glaube, der ist nicht schlecht. Ja, hier nochmal Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Und hier Gosuku-Prunkstück. Das war, glaube ich, auch nochmal. Davon habe ich ja auch schon ein paar Stücke, theoretisch. Also nur nicht die, die hier gerade gezeigt werden. Ja, und nochmal. Wir haben ja ein paar Schlüssel. Jetzt haben wir wieder ein paar Schlüssel mehr. Jetzt können wir gerade wieder nach vorne gehen zum Dunklen Prinzen. Kariertes Wappen. Davon hat man eben schon eins. Ich glaube, man braucht meistens sowas um die 10 oder 15. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass wir die jetzt zusammenkriegen. Okay, vielleicht auch nicht. Davon haben wir jetzt zwei. Davon hat man schon eins. Da kriegen wir nochmal zwei zusammen. Mal gucken. Also was hier zumindest eigentlich immer gezeigt wird, da waren ja auch die Geweihe und sowas gezeigt worden. Das wäre natürlich auch was gewesen. Und das letzte ist nochmal 30.000 Gems. Nein. Auch nochmal so ein Gosuku-Prunkstück. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob wir jetzt hier vorne wieder ein neuer. Ja. Machen wir das schnell. Und Wenn, dann machen Gems wir alle gemein. auf. So. Oh, die war früher mal so krass cool. Oh, das ist natürlich Hyala-Flocken. Die ist schön, das Amulett. Ja, es ist schön, aber es bringt halt nur nicht so viel. Die neuen sind ja wesentlich stärker. So, und nochmal 10 und himmlische Drachenpanzer. In Plus. Naja, vielleicht gibt es mittlerweile dann irgendwie Level-Bonus, wenn man eine Plus-Rüstung reinlevelt. Waren das jetzt. Ah, nee, da sind noch drei. Ernsthaft, dann war es das. Echt, wir haben nur noch die drei Schlüssel. Wobei hier natürlich so eine Rüstung. Ich meine, man hat eine Chance drauf. Die Chance ist wahrscheinlich ultra gering. Aber Und da wenn du gab es das ja. jetzt kriegst, Papa, was würdest du dir da denken? Hätte ich halt einfach auch mal Glück. Ja. Und. Ach, eine Nein. Fusionsrüstung, super. Flaschenpost. Eine epische. Na super. Also die Baumstahlpanzerung, die habe ich sogar schon mal, wie heißt, fusioniert. Gut, eine 3-Sterne-Rüstung von Fusion ist natürlich nicht schlecht. Aber gut. Okay, das ist schade gelaufen. Wir haben jetzt wieder 905 Gems. Mann, das wirklich jetzt schon alle. Das waren jetzt echt alle Truhen, die wir aufmachen konnten. Ich fühle. Eigentlich schade, ja. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen.
Andererseits kennen wir das doch schon von dem Spiel, dass die halt leider nicht immer so. Ja, hier haben wir die Dingsgabe, die ist sogar bis zum Maximum hochgemacht mit Silbermünzen. Achso, ich wollte ja mal bei den Herstellern gucken, ob ich da jetzt was Neues herstellen kann. Ist wahrscheinlich nicht. Was sagst du so? Rüstungsschmied, Rüstung. Ach so, da ist jetzt auch noch mal die Frage von mir. Ich habe jetzt diese nicht allzu schlechte Feuer-Mystik-Rüstung. Wäre jetzt die Frage, ob mit dieser Upgrade von der Dingens, wenn ich die jetzt machen würde, ob ich das damit upgraden kann. So, wir wollen mal hier nur auf Shadowforged gehen. So, davon fehlen mir noch zwei. Ich meine, die ist, wenn man im Hintergrund die Werte sieht, also man sieht ja auch nur die Attacke. Das verstehe ich auch nicht, warum sie das nicht schon längst mal geändert haben. Davon habe ich keine bekommen. Was habe ich denn bekommen gehabt? Hirschrüstung habe ich keine. Bei dir auch von den Werten her da hinten dran. Die ist auf 3. Das ist alles nicht so. Davon hast du was bekommen? Davon habe ich was bekommen. Gut, und das wäre auch eine 3-4er-Rüstung. Also, und was er auch Verteidigung hat. Können ja mal gucken. Na gut, wenn die voll ausgebaut ist, kommt dann die 5000 ran. Schlecht. Ziemlich. So, hier, die habe ich. Die ist eigentlich auch sehr schlecht. Da ist auch noch mal so ein mit den Eier. Genau. Das ist jetzt hier wahrscheinlich alles so ein bisschen durcheinander. Da ist noch eine mit den Drachen. Ja, es ist Flaschenpost. Flaschenpost. Oh, die Flaschenpost-Dingens ist nicht schlecht. Wo ich einmal war. 8000. Ja, die wird dann später. Das ist so eine 10.000er-Rüstung, die Flaschenpost-Rüstung. Da haben wir jetzt zumindest schon mal eine Flaschenpost. Von Von 10. Also ich meine, das ist machbar. Wir brauchen halt nur noch mal. Ich glaube auch hier die. Nee, die ist nicht so gut. Die Flaschenpost ist gut. Wo ist denn diese Diamanten, wo ich versucht hatte mit dem. Die ist nicht drin. Echt ärgerlich. da. Da, das wird nämlich auch so eine 10.000er. Und dann gibt es ja im Augenblick noch die hitzigen Abzeichen. Das ist sowas dann hier. Aber zeig mal, wie groß die wird. Die wird dann Nein, die auch auf. andere meine ich. Na, muss ich jetzt erst wieder hin. Rup, rup, rup. Na. Bist da. Warte mal ganz kurz. Hatten wir nicht auch so ein Abzeichen Ja. bekommen? Ja, hatten wir. Dann ist auch schlecht. Da, die. Die da, das wird auch eine 10.000er. Nee, sogar 11.000, aber dafür hier nur knapp 9.000. Ist doch viel. Es ist viel, ja. Vor allen Dingen, wenn du mal guckst, was du hier noch Und an den Bonus kriegst. Lustbelust. Ja, aber dann brauchst du halt noch die Dings. Und wo holst du dir die? Gibt es im Augenblick nicht. Ja, es ist, ja. Theoretisch wäre jetzt natürlich noch die Idee, man könnte sich hier die. Ach, geh zu den Drohnen. Man könnte sich. Da draus kommt bestimmt auch eine von denen hier. Man könnte hier diese Truhen holen und dann hätte man hier die Chance auf dieses und jenes und Zell. 999 ist da. Ja, kann ich mir im Augenblick nicht leisten. Ne? Ja, so sieht's aus, ja. Also hier gibt es diese Special Items auch. Die Truhen sind ein bisschen günstiger, aber. Hier hat man wohl eine höhere Möglichkeit, ach was weiß ich. Ach so, nee, Kui, bleibt zu. Ja, so sieht's aus. Mein Fies und Problem ist halt echt, gemein. ich hatte, bevor ich aufgehört hatte, hatte ich noch mal einiges an Gems damals ausgegeben. Was? Wie was? Bevor ich dann aufgehört hatte zu spielen, hatte ich noch mal bestimmt 3000 Gems in Truhen investiert. Die Videos müssten eigentlich auch online sein. Und Wie 3000. ja, da hatte ich ein bisschen Gems über. Das war damals eine Spende. Habe ich jetzt so nicht damals gesagt, aber es hatte mir jemand. Habe ich dann doch mal angenommen, dass jemand gesagt hat, mach doch darüber Folgen und dann kriegst du auch bessere Rüstung und dann kannst du mehr machen und so. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwann mal wieder mehrere Gems zusammenbekomme und mir da ein paar Rüstungen leisten kann. Ich meine, an sich,
um jetzt nochmal den Überblick zu machen, bin ich ja ganz froh, dass ich jetzt diese eine Rüstung habe hier, diese Bote des Moros. Es ist halt blöd, da hätte ich ein bisschen mehr schalten sollen, dass man da die Schmuckstücke vielleicht wirklich noch mit dazu kriegt. Und die ist ja auch wirklich stark. Die ist auch ziemlich stark, ja. Aber gut, ich meine, im Endeffekt Die jetzt kommt erstmal so wieder. auf die 1000, Papa. Die kommt so auf die 1000. Auf die Auf 10.000. die zusammengezählt kommt das, wenn nicht so hochlevel, auf jeden Fall auf 10.000. Nur andere Leute haben das halt auf einem Wert. Aber ist ja alles gut, ja. Ich denke, auch wenn mein Level jetzt nicht danach ist, das 854er Level, wobei die meisten Leute ja da, also die länger spielen, da höher sind. Aber im Wahrscheinlich Großen und sind Ganzen die. bin ich ja Neuanfänger eigentlich, ja. Wenn du es so willst, die Rüstungen, die ich habe, die helfen mir jetzt zwar, aber eigentlich könnten Leute, die jetzt frisch anfangen und sich hier durcharbeiten und dann beim Truhen öffnen ein bisschen Glück haben, kriegen die bessere Rüstungen, als ich sie im Augenblick benutze. Natürlich muss man dann noch ein bisschen spielen, damit man die hochleveln kann und so weiter, aber an sich bin ich ja wie ein Neuanfänger. Ja, Und ich habe jetzt eine gute mit viel Rüstung mir Pech. praktisch erbeutet. Ich fand es auch total lustig bei den Gilden-Events, ja, wenn ich dann versucht habe, früher habe ich ein Level 2er oder ich glaube, naja doch, ich glaube ein 2er konnte ich früher, also was heißt früher, bevor die dann hochgehoben wurden, hatte ich die Ausrüstung dafür, um ein Level 2er alleine kaputt zu machen. Und jetzt mittlerweile habe ich ein Level 1er manchmal nicht geschafft, ja. Und das sind alles so Dinge, schade eigentlich, ja. Ich weiß, dass natürlich die Leute, die jetzt die großen Rüstungen haben und die da gut ausgerüstet sind und vor allen Dingen auch passende Elemente, ist ja auch immer so ein Thema, die schaffen das immer noch locker, ja. Aber für mich ist es dann halt doch recht schwer. Und ich fand es auch total faszinierend beim Heroic Mode, dass meine meistens mit ein oder zwei Schlägen kaputt waren, während die Freunde, die ich mitgenommen habe, dann für mich das ganze Level eigentlich clearen mussten. Wenn es überhaupt so gut gelaufen ist, ja. Ja, aber wenigstens, das muss man auch sagen, beim Heroic Mode kann man besser kalkulieren, wie viele Gems gibt man aus für was für eine Rüstung. Wenn man jetzt wirklich einen Gildenkrieg mitmacht, weiß man nie, ob das reicht, was man da eigentlich so ausgibt. Das zweite wäre dann die Truhen aufmachen, ist ja sowas von unzuverlässig, das weiß man ja nie, was man da bekommt. Deswegen ist eigentlich der Heroic Mode noch wirklich eine Sache, das ist zwar recht schwer gehalten, zumindest für Leute, die so schlecht ausgerüstet sind wie ich, aber da weiß man wenigstens, was man bekommt, oder? Was meinst du? Ja. Okay. Gut, wollen wir Schluss machen, weil ich denke, wir haben jetzt die Truhen offen, wir haben das alles soweit. Ja. Sagst du Tschüss? Tschüss. Ja, auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.